Let's play Rust Together. Folge 2. Hallöche Leute, ja, und willkommen zurück. Eine weitere Folge Let's Play Together Rust. Und ja, mit dabei wie immer der Markai und der NextRap. Hallöchen an euch. Hallöchen. Wie ihr seht, wir haben nahtlos weitergemacht. Ich bin immer noch in der Small Red Town. Zum Teil am Looten, zum Teil am verfolgt werden. Hier liegen sehr viele Rucksäcke. Hier hat es schon einige Opfer gegeben. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht ein Opfer, wenn ich hier rausrenne aus der Hütte. Ich bin jetzt allmählich bei schon über 300 Red. Vielleicht sollte ich mich allmählich hier mal verdrücken. Da unten rennt jemand. Ich verfolge ihn immer weiter. Oh! Wer ist das? Wer bist du? Oh. Hä? Wir sollen Schuhe haben. Ich kann nicht auf die Hatchet wechseln. Ach, jetzt erst. Dann läuft Richtung Shelter von uns. Ja, genau, hier ist schon einer eben gewesen. Hier kann man ja da unten gerade noch, ganz unten. Hier kann man ja die Garage aufmachen, ist ja cool. Ja. Tore, oder? Oh ja, Kleinfabrik. So. Ja, schade, aber ist auch nicht so schlimm. So, jetzt looten wir hier immer noch die Kiste und haben 3 Shotgun-Shells gefunden. Und ich glaube, das war's jetzt allmählich. Ich guck, ob die da hinten eventuell noch da ist. Ganz ehrlich, ich würde auch noch gar nicht looten. Ich würde erstmal Ressourcen sammeln. Das brauchen wir als erstes, um erstmal ein vernünftiges Haus erstmal zu bauen. Zum Beispiel 10 Low Metal Fragment. Ja, das brauchen wir ja alles noch gar nicht. Okay, der Typ scheint weg zu sein. Voll immer noch die 40. Bau mal was ab. Der Hoffnung, dass mich keiner weghaut. Oh nee, jetzt kommen 2 auf mich zu und ich bin gerade, als ich gerade am Craften bin. Das ist doch unglaublich. Ja, ich sehe einen. So, ich verkrümel mich jetzt hier. Diese Verfolgungsjagd liebe. Egal, ich lasse ihn jetzt in Ruhe. Rennst du gerade zu unserer Shelter? Nee, das ist die 40. Das ist der, den ich meinte. Aber nicht von Redtown aus, sondern von der Straße aus so gesehen? Oder naja, aus dem Waldstück, wo du die Bäume abgefarmt hast? Nee, ich bin jetzt hinter der Straße, also zwischen Redtown und uns. Wir sind 2 Leute, die schlafen, die habe ich gerade umgebracht. Da hinten läuft einer auf der Straße. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie ich machen soll, ob ich die jetzt umbringen soll oder lieber farmen? Farm erstmal. War mir meine Arrows. Oh, nochmal 2 Leute. Ich habe jetzt eine Hatchet. Wow, echt? Die hast du geschenkt bekommen. Ich meine keine Stone Hatchet, ich meine ein Hatchet. Ah, ich habe 10 Metal Fragments gefunden. Ja, die habe ich mal direkt. Hast du die gleich benutzt? Direkt umgebastelt in eine Hatchet. Die brauchen wir erstmal für eine Stahltür. Ja. Wie gesagt, Ressourcen müssen wir erstmal alle aufbewahren, nichts tun. Weil es reicht erstmal eine Stone Hatchet. Locker, auf jeden Fall. Oh shit, vor allem wenn ich direkt einen Scheißbären in die Fresse laufe. Oh, okay, du musst noch so einiges lernen. Moment. Guck dir in meinem Video an, wo ich gerade diesen Bär getroffen habe, okay? Ja, aber wenn du jetzt stirbst, hast du bist echt Nubi, wegrennen wirst du ja von dem können, oder? Ja, das mache ich ja auch. Okay. Hab's auch erfolgreich geschafft. Boah. Nein, ich bin in Hügel hoch. Und der kam mir entgegen von der anderen Seite des Hügels, also da kann ich nichts machen, da stand er mir direkt vor der Nase. Wir brauchen auf jeden Fall Animal Fat, wir müssen uns unbedingt... Oh, was? Ah ne, ich dachte schon, es wäre ein Haus, das ist ein Schwein. Ich habe hier gerade ein Campfire gefunden, Essen drin. Oh ja, geil. Ich will ja eigentlich also nur 2, aber... die Hütte wiederfinden. Na komm, Schweinchen, ich hab hier schön lecker eine Axt für dich. Ja. Ja. Könnten wir uns bitte mal irgendwo treffen, damit mir jemand den Weg zu unserer Hütte wieder zeigt?
Umakai. Ja, das nächste Mal lauf aus der Hütte raus und erstmal die Umgebung hier einprägen. Ja, das habe ich ja gemacht und dabei habe ich mich verlaufen. Ich glaube, die Gegenstände haben Haltbarkeit. Meine Axt ist gelb. Ja, die haben es bekommen. Conditions, ja. Condition. Ja, 35 nur noch. Wie krass. Also Leute, was Neues. Wir haben jetzt Haltbarkeit auf den Gegenständen. Ey, den Hirsch hole ich mir nicht aus dem Bär. Hole ich mir den Bären? Oh, er ist schon hinter mir. So cool gemacht worden. So, ja, da, eigentlich habe ich mit sowas schon von vornherein gerechnet, dass wir irgendwie Haltbarkeit haben. Ich blicke auf Small Red Town von dem Berg aus. Ich stehe ganz oben auf dem Felsen und blicke auf den Berg runter. Östlich von Small Red Town. Ich muss noch ein bisschen weiter Holz sammeln und ein paar Tiere, dann laufe ich zurück. Ja, ich habe nach wie vor immer noch nicht ein Holzstack gefunden. Ich sehe einen Spieler ganz weit weg. Was mal White Town? Oh, da wird gerade einer verfolgt vom Bären. Ich glaube, ich bin gerade bei Small Wet Town in... Komm, Bärchen, komm! Was? Habt ihr das... Ey. Nein, da kommt ein Spieler. Der Pfeil ist in dem Bären stecken geblieben, aber er hat keinen Schaden verursacht. Oh, ich hab ein Research Kit gefunden. Da läuft ein Spieler, ich hoffe, der rennt nicht zu mir. Ja, er ist da irgendwo stehen geblieben. Oh, da schießt gerade einer auf mich. Der hat schon Wettanzug. Was? So, ich bin jetzt wieder bei... Ich bin jetzt wieder bei Small Red Town. Drecksack, du alter Drecksack. Wir haben Wolf dabei. Ist ja Standard bei dir, dass du irgendwas am Arsch hängen hast. Oder hinterherlaufen. Okay, unser Tierlocker. Okay, warum machst du nicht einfach... Naja. Warum mache ich nicht einfach was? Nix. Racker. Ich renne hier rum und komme zu nix, weil ich nix finde und das Einzige, was ich finde, ist scheiß Tiere. Wie gesagt, wir brauchen erstmal Holz mit ein bisschen Essen. Was ich mal bräuchte, wäre für euch zwischendurch mal eine Info, wo ihr seid. Oh, bei Red Town. Wie gesagt, ich bin immer noch am Holzhacken hier. Ich bin gerade zu Hause und bringe unsere Sachen weg. Die Sachen, die ich gerade gefunden habe. Ich wurde leider eben umgebracht. Ey, wie lange will dieser Scheißwolf eigentlich noch hinter mir herrennen? Und der klebt mir am Arsch. Ich schaffe überhaupt keine Distanz. Ja, such dir doch mal irgendwie Felsen in der Nähe. Renn um die Felsen rum und so. Es gibt halt Wölfe, die bleiben die ganze Zeit richtig knapp hinter dir. Da kannst du nichts anderes machen, als zwischen Felsen oder durch Häuser, zwischen Häusern oder Bäumen oder sowas durchzurennen. Das so. Flying Guys, please press F12. By Drew Reed. Ich baue mir das von einem Stonehenge wieder mal. Oh, es gibt eine Repair Bench. Kannst du Sachen wieder reparieren? Kostet 12 Stones, 60 Woods, 50 Metal Fragments und 6 Low Growth Fuel. Natürlich cool. Oh, hey, neue Sachen, Leute, neue Sachen, geile Sache. Neue Sachen. Wir brauchen 10. Brauche ich denn für den Fonanze? Ey, fuck, wir brauchen noch 6 Low Grade Fuel. Und das ist dieser Arsch. Das ist dieser Arsch wieder. So, ich bin tot. Ich gekillt hat. Bist du tot? Weil ich war ja schon angeschlagen und dann habe ich jetzt in Red Town einer umgebracht, weil mir keiner von euch jetzt eine halbe Stunde lang geholfen hat, um zu unserem scheiß Shelter zu kommen. Haben wir denn da Schuld dran? Ich habe dreimal gefragt, können wir uns mal treffen? Könnten wir mal irgendjemand hier den Weg zurück zeigen? Ich habe gesagt Red Town. Ja, ich renne seit 1,5 Folgen in Red Town rum. Von euch habe ich da keinen gesehen. Sagst uns ja nicht Bescheid. Eben hast du das erste Mal gesagt, ja, Red Town, jetzt hat mich einer in Red Town umgebracht. Das war das einzige Mal, wo ich jetzt gehört habe, dass du in Red Town bist. David, ich habe es mehrere Male gesagt, dass ich in Red Town bin. Immer mal wieder.
Ja, das ist mir natürlich leid. So. Aber ey. Ist jetzt auch egal. Guck mal, unser Butze ist eigentlich an der Kurve. An der Kurve, wenn du von Small Wet Town rauskommst, siehst du einen ganz großen Hügel. Ganz no großen way. Berg no da. Way. Und davon, da, vom Berg aus einfach nur rechts. Wenn ich aus der Hütte rausgehe, sehe ich nichts anderes außer Steine und Bäume. Geh mal aus der Hütte raus und geh mal Richtung Straße sofort. Ja, ich weiß gar nicht, wo die Scheißstraße ist. In welche Richtung ist denn die Straße? Oh. Bei Wet Town. Links ist eine Felswand. Aus der Hütte raus. Ja, genau. Bei der Felswand. Du musst einfach nur gucken, dass da diese Felswand ist. Ich find's einfach nur funny. Ich meine jetzt... Ich lauf da gerade nur kurz hin, ich sehe ein großes Feld und ich sehe aus der Entfernung unsere Hütte schon. Ja, wir haben ja auch ein bisschen mehr Spielstunden drauf als der. Das ist, ja, ja, aber... So, ich meine jetzt, ich stehe jetzt vor der Hütte. Ja, jetzt kommst du, da siehst du mich, ich hüpfe da. Ja. Siehst du, komm jetzt mal her, komm jetzt einfach mal her. Okay, dieses, dieses links, das du gerade meintest, ist rechts. Irgendwer rennt hier vor unserer Hütte rum. Nicht. Das ist Makai. Ach so. Alter, ich war schon kurz davor, rauszurennen und dich wegzukloppen, ey. So, jetzt komm einfach her. Nee, Makai, komm zu mir. Wohin läufst du? Ja, dahin, wo Makai immer hinrennt, zu den Tieren. Wo sonst? Ja, da war ein Wolf schon. Siehst du? Zu mir, bitte. Ja, zu wo, mir. Wo bist du Makai? Denn? Ich kann ja nicht zu dir rennen, wenn ich nicht weiß, hinter wo du bist! Dir. Ja, hinter mir! Dann sag einfach, bleib stehen, das ist besser. Oh, du läufst schon zu mir. Komm, guck, zu mir ist keine Richtungsangabe. Ja doch, so. Ungefähr. Da siehst du jetzt einen großen Berg, ja? Ja. Ja. Das ist unser Orientierungsbogen. Rechts daneben ist direkt unsere Hütte. Okay. Da ist Wet Town. Gut. Ja? Ja, jetzt wo es Tag ist, macht das Sinn. In der Dunkelheit siehst du auch diesen Berg. Ich habe in der Dunkelheit nur Dunkelheit und Felsen und Wiese und Bäume gesehen, sonst nichts. Okay, holt gut. Mal Animal Fett ran, wir müssen uns einen Ofen basteln. Na klar. Ich muss Ihnen gerade erstmal zeigen, wie man unser Zuhause findet. Okay. So. Naja, ich könnte ja theoretisch da vorne ja noch meinen Loot liegen, ne? Ja, ich weiß nicht. Nee. Länger wenn da ein Spieler war, der hat auf jeden Fall gelootet. Ja, oder so, ja. Weil wie gesagt, wir sind gerade ganz am Anfang im Server restartet und dann nimmt jeder alles mit. Oh, das ist schon der nächste Arsch, der mich abschießt. Wo bist du unten? Und Straße? Tot. Mit was hat er ja an der Straße Knarre? Im Wald, mit dem Bogen. Hat mich gerade erwischt, wo ich gerade gekochtet habe. Du das? Ja. Wir nehmen dir. Willst du das mal hier mitkommen? Ja. Lass mal nämlich da hinten hin. Da sind auf jeden Fall Tiere, Ressourcen und einige Spieler, die du abknallen kannst. Haha, die mich abknallen können. Nee, die haben wir eigentlich keine Ahnung. Ich war gerade am Kochten gewesen. Ja. Meinst du ehrlich, ich hab den einen mit dem Stein die ganze Zeit verfolgt. Ich hab mich erst mit dem 20. Schuss erwischt. Ich hab nur noch 9 Pfeile. Guck mal, vor uns einer. Ich hatte noch nie eine Waffe in dem Spiel. Da hinter dem Baum so? Ja, da kommt er. Ja, genau. Wenn ich jetzt nicht irgendwann mal gleich einen Holzhaufen finde. Hab ihn getroffen. Dann scheiß ich gegen den nächsten Baum. Weihnachtsmann ist ein Arschloch auf jeden Fall. Das letzte Mal, was ich gespielt habe, der hat alle niedergeschossen. Oh. Das ist Makai. Oh, Makai, ich bin noch nicht voll. Weihnachtsmann, bleib stehen. David, hast du nicht gesagt, Weihnachtsmann, du hast mir letztes Jahr keine Geschenke gegeben. Jetzt kriegst du es wieder, du Lump. Bleib stehen. Ja, er hat doch bestimmt gar nichts, er ist nackt. Lass drück. Genau, läuft ihn noch nicht, wenn der Zinsack der hat auf jeden Fall der Pferd läuft. David, hast du jetzt noch einen Bogen für mich? In der Kiste. Ohne Pfeile. Okay.
Ich habe noch 3 Pfeile, soll ich den Bären da töten, den roten? Was? Oder lieber einen normalen? Pass auf, da oben sind 2 Leute. Einer, mindestens einer hat Bogen. Ich habe nur noch 3 Schuss. Genau da. Ich bleib jetzt hier auf der Wiese stehen, bis vor mir ein Holzstack spawnt. Ist der schon mit seinem Bogen? Ich glaube, wir spielen schon eine Stunde. Ich mache seit einer Stunde nichts anderes, als über die Wiesen zu rennen und ich finde kein Holz. Ich renne hinten rum zu denen. Die treffen mich nicht, die treffen mich nicht. Die laufen immer näher. Oh, Chimera ist das. Das war der, der mich versucht hat umzuhauen. Es ist doch einfach nicht möglich, dass ich nichts finde. Geh auf den rechten am besten, auf Chimera. Oh Gott, ich stehe 2 Meter vor ihm, treffe ihn nicht. Alter. Pass auf, hinter dir ist Chimera. Ihr seid hier schon lustig am PvP machen und ich suche immer noch Holz. Ja. Ach so, ich bin gerade an dir an dem Chimera vorbeigerannt, weil ich dachte, du wärst das. Wo ist er denn hin? Da. Oh, ich hätte dich fast gerade. Ich hab ihn getroffen. Ist er weg? Ich sehe ihn nicht mehr. Oh. Ah, wo ist er? Pass auf. Ui. Genau. Ach du, das bist du. Okay. Da ist er, die sind hier oben, die sind hier oben. Einmal ausweichen den Pfeilen und dann... Dann einfach hinter seinem Kollegen her, dass er ihn abknallt. Oh, du hast mir fast einen Stein gleich gemacht. Oh. Rider! Auf den rechten, genau. Treff die nicht, das ist immer viel zu schwer. Wir jagen euch, bis ihr keine Pfeile mehr habt, ihr Lumpen. Nein, ich wurde getroffen. Ui. Ey, irgendeiner hat einen Pfeil im Kopf von denen. Die haben sich, glaube ich, gegenseitig abgeschossen. Nein, ich bin down. Ich bin down, er hat mich bekommen. Das gibt's doch nicht, dass hier so überhaupt gar keine Ressourcen sind. Ich komme wieder dahin. Seit ich wieder erwacht bin, habe ich noch genau 0 Gegenstände gelootet. Beziehungsweise... Ich hab mir dein Netz aufgehoben. Beziehungsweise... Sauber. Boah, ja, mich hat er endlich mit einem Bogen getroffen. Der Lump. Aber deinen Bogen haben die auf jeden Fall genommen. Ja, egal, ich laufe jetzt endlich mal zurück. Ich renne jetzt hier rum und suche Holz, bis ich verhungere. Also habe ich die ganze Aktion umsonst gemacht oder was? Na super. Oh. Puh. Kotzt mich an, ey. Ich hätte mir ein bisschen mehr Mühe geben sollen beim Zielen mit dem Bogen, wa? Nächstes Mal mache ich die auf jeden Fall kalt, du. So, ich lauf mal bei den Containern, Mann. Bei den... Bei den 2 Tanks gerade. Wieder mal ein bisschen looten. Jo. Beeilung, hier sind gerade die Kisten. Ich hoffe, mich holt keiner weg. Oh, hier ist noch ein Nacktgang, tut ich mal. Ihr glaubt's nicht. Ich habe ein Holzdeck gefunden. Den ersten seit wir spielen. Ehrlich? Ja. Was glaubst du, warum ich hier die ganze Zeit so rumjammere? Das ist der erste Holzdeck, den ich überhaupt mal gesehen habe, seit wir spielen. Das ist auch der Grund, warum ich auch auf die Bäume klappe. Bevor ich so einen Stack finde, ab und zu, dann hau ich lieber auf die Bäume drauf, dann kann man schon mal bauen.
So. Und laut dem Gesetz der Wolf. Serie werde ich jetzt wahrscheinlich gleich von einem Wolf oder einem Bär weggenatzt. Ja, wahrscheinlich. Hey, wer hat sich meine Ressourcen geschnappt? Hier ist ja gar nichts mehr. Wolf, der ist da hinten. Okay, dann kann ich mir locker den Stein hier rein. Oh, ich habe hier zwei Holzstacks sogar. So weit und breit nichts. Ich bin gerade im Wald, wo wir unser erstes Häuschen haben auf einem anderen Server. Was auf dem Holz, Tiere. Hat alles, was ich brauche zumindest. Ja, so. Bisschen dick geworden. Aber ich passe trotzdem noch durch. Nein, ein dreckiger Wolf. Ich mag Kai-Pech gerade erwischt. Was? Da oben drauf ein Bär. Das war gar kein Schwein, das war ein Wolf. Also solche Fehler mache ich nicht. Oh, jetzt sind es drei. Oh, ich bin so ein Kletterass. Jetzt habe ich sie schon wieder abgehängt. Also, oh, hier ist ein Lagerfeuer. Hab ich mir mal ein Tierchen? Da ist ein Schwein. Oh, hier ist sogar ein Hühnchen. Oh, Chocolates! Thank you very much. Yummy! Yummy, yummy, yummy. Guck mal, der Wolf guckt mir zu. Das ist sehr nett von dir, Herr Wolf, dass er erstmal warten, bis ich den Stein abbaue. Vielen Dank. Tschüss. Wenn ich es gleich lebendig nach Hause schaffe, dann habe ich ein bisschen Ressourcen, oh, Fleisch. Ja, okay, jetzt ist vorbei mit der Nettigkeit. Jetzt kommt er mir wieder hinterher. Yummy, 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 yummy. Ich komm auch mit Fett nach Hause. Und wie Animal Fett. 10 Stück habe ich. Wenig. Er hat mich gebissen, weil er schneller den Berg hochrennen kann als ich. Aber zum Glück habe ich ganz viele Bandagen gefunden. Nein, nein, nein. So. Abgehängt, Freunde. Geil. So. Hast du endlich deinen ersten... Ich muss sofort nach Hause. Ich habe gerade einen schlafenden Spieler umgebracht und der hat ein absolut volles Inventar. Nice. Pickaxe. Endlich zwei mal positive Nachrichten von dir. Pickaxe, Gunpowder, Medikits. Nicht aufzählen, rennen. Blattzeug, Rennen. Nicht aufzählen, einfach Ränder und... Ja, ich muss, ich hab's aufgezählt, während ich's rausgenommen habe. Achso, ja, das geht ja dann noch. So, Notfall auch, wenn du da bist, dann erstmal ich, alles erzählen. Glaube, ich lauf richtig. Ich hab dir doch gesagt, oder? Bei den Felsen. Da. Ja. Ja, theoretisch. Warum sind hier immer alle Kisten gelootet, ey? Ihr Schwäne hier. So, ich hab einen Hunting-Bow. Alter. Der Wolf ist immer noch hinter mir her. Leute, was schillerst? Da können mich die Leute eigentlich mal. So, 2 Minuten kurz erstmal craften, damit ich den Pfeil habe, um mich endlich mal zu verteidigen, statt mit den Beinen die ganze Zeit immer drauf zu klappen.
Wobei mir gerade so auffällt, es gibt sehr viele große Felsen, die als Orientierungspunkt dienen könnten. Also nicht, wenn du gerade aus Red Town da rauskommst. Ich weiß, noch, ich weiß nicht, wo Red Town gerade ist. Oh, wo läufst du hin? Ich bin über die Wiesen gelaufen und hab Holz gesucht. Ja, man rennt nicht einfach irgendwo hin. Man dreht sich öfter mal um, damit man die Orientierung nicht verliert. Wenn ich irgendwo hinrenne, ich drehe mich immer ein bisschen rum und gucke, wo ich jetzt herkomme, beziehungsweise wo es halt wieder zurückgeht, ne? Damit ich die Orientierung nicht verliere. Mittlerweile ist es so, ich kann, egal wo ich hinrenne, ich finde es wieder zurück. Hier sind zum Beispiel Hacker Valley. Ja, vielleicht gibt es da noch mal ein paar Orte, die man, oder ein paar Stellen, die man nicht so gut kennt, aber sonst... Das kann ich nur, weil ich mich halt immer schön umgedreht habe. Ach, und man sieht jetzt, unten rechts, falls man gerade mitten beim Craften ist, steht dann auch Crafting. Da stand aber immer schon da, Crafting. Ehrlich? Habe ich nie drauf geachtet. Mit dem Zahnrad dann so, ne? Also bin gerade nicht wenig abgeneigt, mir einfach ein Schild zu craften, um irgendwo hinzustellen, damit ich das Zeug nicht verliere. Nein, das ist mein Schwein, das habe ich zuerst gesehen. Nein, gib mir was ab. Doch. Gib mir was ich ab. Nicht die nein, leiseste nein, Ahnung, wo ich bin. Ach, chill. Ich sehe in alle Richtungen bis zum Horizont gar nichts. Dann musst du einfach nur den Weg zurücklaufen, den du gelaufen bist. Ich weiß nicht welchen. Ich bin keinen Weg gelaufen. Ich bin kreuz und quer über die Wiese gerannt. Ja, aber da, wo du lang gelaufen bist, nicht zurück. Das ist mein Schwein, verpiss dich, sagt er zu mir. Oh Mann. Halt ihn ab. Ach, der war lustig. Nächstes Mal knall ich ihn ab, wenn ich die Möglichkeit habe, ihn abzuknallen. So, wir müssen auch glaube ich gleich wieder Ende machen, weil die Folge die... Ja, auf jeden Fall ganz viele Pfeile von uns gebaut. Boah, ich bin gleich in der Shelter, wenn mich hier... Ich hab 90 Pfeile gebaut, ich hab ein Stack Holz. Ich dachte, wir haben Schritte gemacht. Yummy, 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 ich hab Chocolate gestaut. Ich hab mein erstes Tier erlegt. Ah, nice, ich hab ein Holz aufgefunden. Und by the way, ich hab jede Menge auf Ohre und so, ne? Ich müsste mal echt irgendwo wissen, wo ich bin. Ja, Ohren können wir eigentlich zur Zeit gar nicht gebrauchen, richtig. Wir haben noch nicht mal einen Ofen, wir brauchen Animal Fett. Da habe ich jetzt auch gerade bekommen, aber nützt alles nichts. Ich habe null Plan, wo ich bin. Das ist der Grund, wenn du nicht so viel Ahnung hast, wo du immer in der Karte so, dann lauf am besten darum, wo du auch weißt, wo du bist. Es nützt kaum was, wenn du dann irgendwo hinläufst, wo du keine Ahnung hast und dann nicht mal zurückfindest. Oh mein Gott, meine Spitzkarte geht ja echt kaputt. Ja, Freundchen. Du bist das jetzt hier. Das finde ich auch. Das finde ich ehrlich gesagt auch geil, ne? Das ist viel besser so, auf jeden Fall. Jetzt macht es auch mal Sinn, dass wir auf einem anderen Server unseren Waffen da haben. Okay, ist gleich wieder tot. Hat er mich. Ja, er hat mich gesehen. Scheiße! Renn, immer im Zickzack. Es ist zu. Oh, ich schieß mal einen Bären ab. Kommst du hier um Ecke? Kommst du hier über Hügel? Steht da ein Bär. Ja. Fleisch hatte ich ja gar nicht. Arrows mach ich nochmal. Wie viele Arrows hast du gemacht, Trap? Aber wenigstens kann ich gute Distanz machen. Noch ein paar, ja. Ja, mach ich. Ah ne, 23 wäre zu viel. Ich mach 50 Stück. Hey. Noch 40. Das reicht erstmal. Haben wir noch gut übrig? So, ich habe einen Bären erstmal zerlegt und ein Hühnchen. Sauber, ich. Bald wir brauchen. Warte mal, ich muss mal gucken, wie viel wir für Low Grade Fuel brauchen. Oh, Low Grade Fuel. Da kann ich ja gerade noch nicht gucken, weil ich gerade was crafte. So. Ich habe auch schon da zu viel Muni gefunden. Ich habe F11 Shotgun Shells. Ja, ich habe von jedem knapp 10 so. Also du bist so mächtig, wenn du hier eine Knarre hast, ne? Wir müssen eine Knarre finden. Außer wie ein Typ am Anfang, der nicht treffen kann. Ja.
go, low get fuel. Wir brauchen zweimal Animal Fett und ein Cloth. Für vor allem low get fuel. Sniper. Okay, es gibt nur eine Bolt Action Rifle. Ach so, dann kann ich das ja machen. Mir hat Cloth vorhin gefehlt und ich habe mich ja, 8 Animal Fett habe ich auch. Ja, wir können jetzt, ich baue jetzt einen Ofen. Ach, ich habe ja eine Pickaxe, ich habe ja zwei Pickaxe gefunden. Warum mache ich hier mit dem Teil hier wieder weiter? 6 gebraucht nicht, mehr. Ich hatte 4. So, jetzt wird es gleich stockdunkel, das wird mir jetzt auch nicht weiterhelfen. Wir sind bald stolze Besitzer eines Ofens. Das ist gut, ich könnte ihn auch voll rammeln, aber... So, ich bin gleich zu Hause, dann fange ich mal die Sachen mal rein. Ich mach mir gleich mal eine Hedgehog. Oh. Das. So, ich bin in unserem Putz, bist du da drinnen? Ja. Oh, ja, jetzt hast du mich voll in die Wand gedrückt. Die Tür in den Rücken geklappt, ey, und mit dem Gesicht bin ich also ich verstehe nicht, was heute mit mir los ist hier. Ich komme mir mal ein bisschen essen, damit man wieder füttern kann. Ich drehe mich um, sehe den nackten Arsch, du. Ich schnapp mir mal die Ohre und den Zul vor. Ja, ich pack's auch mal schnell rein. Es gibt's da nicht, dass ich hier renne und renne und renne und es taucht nichts vor mir auf. Pack mal Essen rein, mit ein bisschen Holz dran. Wenn ich das splitte, geht's ja schneller, oder? In einem Ofen. Dann nee. Macht da keinen Unterschied, ne. Ach, schade. Da macht man nur eins nacheinander. Da steht eine Hütte. Okay. Yummy, yummy, yummy. So, Animal Fett für euch. Brauchst du das noch? Animal Fett? Nö, ich pack dir nur sogar noch was rein hier. Nö, die Chocolate mal raus. Ich hab einen Shelter gefunden. Mit der Kiste. Kann mal kein bisschen naschen. Mit der Kiste. Oh, die ist voll mit Zeug, Leute, ey. 2 MP5. Was? Wo bist du? Und 180 Fragments und 100, was du? Weiß ich. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin auf Rust. Ja, dann sind die Sachen sowieso gleich wieder weg, also ist es egal. Schon den zweiten dicken Farm und ich weiß ums Verrecken nicht, wo ich bin. Null Anhaltspunkte. Was stand da eben mit 5 Minutes? Hab ich gar nicht gelesen. Verdammt, ich auch nicht. Naja gut, ey, wollen wir dann erstmal eine Pause machen? Ja, können wir machen. Ich craft mir jetzt gleich hier eine Hütte oder irgend sowas. Ja, eine Shelter, mach dir das auf jeden Fall mal. Dann verlieren wir die. Ich hab die Straße gefunden! Oh super, alles klar, Leute. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns auf jeden Fall bei der in der nächsten Folge wieder. Okay, tschüss. Alles klar, ciao. Tschüss.